So, meine Freunde, moin zusammen, ich grüße euch zu diesem Video. Verzeiht im Hintergrund ein leichtes Rauschen, falls ihr das hören solltet. Ich habe einen 3D-Drucker gerade am Laufen, nur nebenbei gesagt. So, dementsprechend Willingen los. Wir haben ein paar interessante Nachrichten. Wir haben einmal, wow, das kannte ich noch gar nicht, hat mir heute ein Kumpel zugeschickt. Ich möchte es euch hier an dieser Stelle natürlich ganz klar weiterempfehlen. Miss Merkel, Mord in der Uckermark. Der Merkel-Krimi im Band 1, bereits letztes Jahr erschienen. War mir gar nicht bekannt. Jetzt gibt es nämlich ganz frisch die neue Variante oder den neuen Band, Band 2, wieder von Miss Merkel, Mord auf dem Friedhof, Heidewitzka. Höchst interessante Storys und da kam mir auch noch der Gedanke, wer erinnert sich an letztes Jahr, als der sogenannte Merkel-Teddy rausgekommen ist. Der wird zurzeit richtig ordentlich gehandelt, habe ich mal geguckt bei eBay Kleinanzeigen. Wie man sehen kann, legt man da 400 bis 500 € für auf den Tisch. Wer den nicht kennt, das ist ein wunderschöner Hommage an unsere geschätzte, liebte Kanzlerin Angela Merkel, wie ihr hier sehen könnt. Natürlich die Hände auch in Rautenform. Toll! Sowas ist doch eine schöne Honorierung, oder? Habt ihr dann schon bestellt? Schreibt es unten rein. Passend zu unserer geschätzten ehemaligen Kanzlerin Angela Merkel heißt es hier heute in der Welt, warum niemand Angela Merkel vermisst. Plusartikel, deswegen Bild weg. Die Politik der Bundeskanzlerin werde rückabgewickelt, heißt es. Ihre Ära sei eine verlorene Zeit gewesen. Ihre Außenpolitik verhängnisvoll, die uns gerade komplett hier auf die Decke fällt oder auf den Kopf fällt, so die Decke auf den Kopf fällt. Und genauso natürlich auch die Energiepolitik, die komplett falsch geführt wurde. Diese Einschätzung wird ihr nicht gerecht, schreibt der Autor Thomas Schmidt weiterhin. Aber ein seltsamer Widerspruch bleibt vor allem ein Blick auf ihre Russlandpolitik. Sorry, Herr Schmidt, also dass ihre Politik hier gänzlich 16 Jahre rückabgewickelt werden, ist meiner Meinung nach nicht nur sinnvoll, sondern auch schon lange, lange überfällig. Aber ich sehe davon wenig. Ich sehe davon viel zu wenig. Und ganz ehrlich, warum niemand Angela Merkel vermisst? Ich vermisse Angela Merkel wirklich sehr. Ich vermisse sie vor diversen Untersuchungsausschüssen, wo sie zu sitzen hat, wo ihre Handlungen wirklich strafrechtlich untersucht werden. Das würde ich mir wünschen. Aber schreibt eure Meinung gerne unten rein. Ja, als nächstes geht's weiter. Das ist absolut zu verachten, natürlich, muss man hier ganz klar sagen. Beim Kampf von Felix Sturm, gestern Boxkampf stattgefunden, Comedian schlägt Oliver Pocher brutal ins Gesicht. Da geht es um diesen Comedian hier, das ist Omar, Fat Comedy nennt sich der Kandidat. Er ist irgendwie ganz locker, ohne irgendwie irgendwelche Anstalten der Aggressivität zu machen oder ähnliches, auf Oliver Pocher zugegangen, der hier neben Christoph Daum in der ersten Reihe sitzt und holt aus und paf, kassiert der Herr Pocher hier eine Backpfeife. Und nochmal, Gewalt muss man hier wirklich komplett sich von distanzieren, wie ich finde. Man muss natürlich auf der anderen Seite, also Gewalt, nochmal, kann man nicht rechtfertigen, meiner Meinung nach. Aber wenn man natürlich sich anguckt, wie sich Herr Pocher sich auch medial verhält und seine Reichweite dafür nutzt, so empfinde ich das, Leute in einem gewissen Licht darzustellen, dann finde ich das schon verachtlich. Und dann ist klar, dass dann irgendwann mit Leuten, die halt nicht mit Worten umgehen können, so empfinde ich das jetzt hier von dem Herrn, ja, die Hand ausrutscht, sagen wir es einfach mal so. Ihr könnt eure Meinung dazu gerne mal in die Kommentare schreiben. Ich finde das halt schon krass. Und er wirft ihm hier halt auch vor, dass nämlich Unterstellungen von seitens dem Herrn Pocher gemacht werden, die nicht stimmen und alles Mögliche. Also ganz großer, kleiner Krieg. Okay, Freunde, das nächste Thema für heute, wirklich ganz aktuell, 27. März. Es finden heute Landtagswahlen in Saarland statt. Grüße an alle Saarländer gehen raus. Wenn ich hier über die Titelseite der Welt scrolle oder auch bei anderen, finde ich dazu nichts. Warum? Möchte man vielleicht die aktuellen Umfragen nicht präsentieren? Ich kann es euch präsentieren. So sehen wir hier die SPD ganz klar auf Platz 1, 39,7%, ist ein Plus von 1,7%. Die CDU abgefallen auf 29,3%, macht ein Minus von 1%, aber dennoch die beiden sehr, sehr stark. Und jetzt kommt es nämlich. Auf Platz 3 ist die AfD. Und davon, wenn man denn dann gezielt in den regionalen Nachrichten hier, wie jetzt hier zum Beispiel sowas oder sowas hier, regionales Rheinland-Pfalz, sucht, dann findet man dazu keinen Vermerk. Finde ich ganz interessant. Besonders auch mit dem Aspekt, habe ich heute bei Telegram gepostet, beziehungsweise Ferris war es, die FDP ganz knapp bei 5,1%. In der Umfrage, ne? Hochrechnung und alles, kommt ja erst noch. Dann haben wir hier die Grünen mit 5,1%.
die Linken wären raus oder gar nicht erst drin und so weiter. Das heißt, es könnte sogar passieren, dass die AfD die einzige Oppositionspartei im saarländischen Landtag wird, weil FDP und Grüne hier ganz, ganz knapp bei 5,1% aktuelle Umfrage stehen, auch deutlich abgefallen. Und woran liegt es zum Beispiel, dass eine CDU auch abgefallen ist? Man muss sich natürlich darüber Gedanken machen, was der Herr Hans hier groß rumposaunt hat. Und trotz solcher absolut faszinierender, im negativen Sinne Aussagen, ne, die ihr seid jetzt raus aus dem gesellschaftlichen Leben, ich möchte gerne dazu erinnern, hat die CDU auf der anderen Seite noch solche tollen Umfragewerte im Positiven jetzt gesehen. Aber ganz interessant ist dann auch zu sehen, wie stellt denn die CDU seine Landesliste dieses Jahr auf? Die Landesliste der CDU ist erstmals mit Frauen und Männern paritätisch besetzt. Warum geht man denn jetzt hin und macht das wie die Grünen beispielsweise und sagt Mann, Frau, Mann, Frau, Mann, Frau, Mann, Frau und nicht qualifiziert, sehr gut qualifiziert, ebenfalls qualifiziert, auch eine gute Person, hat sich ebenfalls bewährt, hat hier eine sehr gute Vita etc. pp. Nein, das wird nicht getan. Und das ist doch ein klares Zeugnis davon, dass so etwas nicht aufgeht, dass die Leute so etwas nicht möchten. Oder sehe ich das falsch? Könnt's mal gerne unten reinschreiben. Ja, die SPD sieht natürlich hier ihre Chance für einen Machtwechsel, ganz krass. Und man muss ja dazu auch immer sagen, so eine Landtagswahl ist ja auch irgendwo eine Bestätigung der Bundespolitik. Und die sehen wir hier im Saarland ganz klar. Und wenn man sich dann nämlich hier anguckt, 52% wünschen sich Anke Rehlinger als neue Ministerpräsidentin. Mir war die Dame bislang noch nicht bekannt. Ihr könnt ja mal eure Meinung zu der Dame unten reinschreiben. Wir werden sie natürlich nach ihren Taten und Aussagen in den nächsten Wochen, falls sie denn Ministerpräsidentin werden sollte, bewerten. Und dazu auch noch passend, mir ist dann nochmal in den Sinn gekommen, über die Bundestagswahl nachzudenken und auch die Wahlen in Berlin. Und ich bin hier auf der offiziellen Seite bei bundeswahlleiter.de. Komischerweise, letztes Jahr gab es doch so Einspruch vom Bundeswahlleiter. 19. November. Bundestagswahl 2021. Bundeswahlleiter legt Einspruch in 6 Berliner Wahlkreisen ein. Und ich weise gerne nochmal darauf hin, dass es nämlich zudem können die aufgetretenen Wahlfehler mandatsrelevant gewesen sein. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich ohne diese Vorkommnisse eine andere Sitzverteilung des Deutschen Bundestags ergeben hätte. So, und wenn wir jetzt hier wieder zurückgehen auf die Startseite, sehen wir den aktuellsten Artikel aus dem Januar. Und der hat irgendwas mit der Wahlbeteiligung hier von jüngeren Wählern bei der Bundestagswahl zu tun. Dann sehen wir den anderen Artikel, Bundestagswahl steht zum Download-Bereich, also die Ergebnisse. Wann finden denn diese Neuwahlen jetzt mal statt? Weil nochmal, es war mandatsrelevant. Das wird nicht mehr thematisiert. Das Thema ist auch nirgendwo in der Presse mehr zu finden. Aber ich werde nicht müde, darauf hinzuweisen. Schreibt eure Meinung unten rein. Als nächstes haben wir eine interessante Aussage von dem Elektroauto. Nochmal, Elektroauto-Pionier Elon Musk. Er ist als Multiunternehmer unterwegs mit zahlreichen Unternehmungen. Und er hat jetzt hier in einem Interview nochmal, was vor ein paar Wochen ja schon mehrfach erwähnt wurde von ihm, gesagt, es ist sehr wichtig, dass Deutschland seine Kernkraftwerke nicht abschaltet. Ich denke, das ist total verrückt. Und da muss ich ganz klar sagen, da stimme ich dem Elon Musk hier wirklich uneingeschränkt zu. Es ist absolut verrückt, dass das getan wird, dass wir zum Ende letzten Jahres bereits 3 AKWs abgeschaltet haben und zu wenig Strom aktuell noch zur Verfügung haben. Strom erstens teuer im Ausland einkaufen, wenn wir welchen benötigen. Und wir können ja so schlecht verhandeln, wir Deutschen offensichtlich, dass wenn wir eine Überkapazität von Strom haben, dass wir diesen Strom ins Ausland abgeben, aber wir bekommen dafür kein Geld, Leute. Wir bezahlen dafür, damit uns der Strom abgenommen wird. So läuft das im besten Deutschland aller Zeiten. Und das könnt ihr nachlesen, das sind keine Ammenmärchen oder ähnliches. Und wenn jemand, der sagt, ja, Elektromobilität, Solarenergie und alles ist das Beste, was es jetzt ja aktuell gibt und daran sollten wir uns weiter orientieren etc., dass der jetzt wiederum sagt, AKWs abschalten in einem ganzen Land ist Schwachsinn, denn es werden zum Ende dieses Jahres noch weitere 3 Atomkraftwerke abgeschaltet, dann sollte das doch spätestens dann dem Letzten wirklich zu denken geben, ob das alles so richtig ist oder nicht. Also ich finde das einfach nur verrückt. Weiteres Zitat. Ich möchte mich ganz klar ausdrücken. Ihr solltet nicht nur die laufenden Kernkraftwerke nicht abschalten, sondern ihr solltet auch die bereits abgeschalteten wieder in Betrieb nehmen.
Die können am schnellsten wieder Energie liefern. Kernkraftwerke jetzt abzuschalten ist verrückt, vor allem an einem Ort, an dem keine Naturkatastrophen passieren. Und da muss man dem anderen auch wirklich hier ausnahmslos zustimmen. Das ist doch wirklich vollkommen berechtigt. Es ist einfach nur irre, was hier passiert. Und diese 16 Jahre Merkel mit ihrem kompletten, wir denken das Problem von hinten nach vorne, geht ja nicht auf. Es stimmt ja nicht, weil es wurde ja von einer falschen Annahme ausgegangen. Das ist ja schon mal die grundlegende Problematik. Dementsprechend schreibt gerne eure Meinung zu den Themen unten rein. Freut mich sehr. Ich wünsche euch einen schönen Abend noch. Kommt gut in die neue Woche. Daumen hoch fürs Video. Abonnieren nicht vergessen. Bis zum nächsten und ciao.